Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen wieder hier auf meinem Kanal. Ich werde hier ein kurzes Update erstellen und versuchen herauszubekommen, was das Universum uns heute über den lieben Herrn Seelenpartner mitzuteilen hat, indem ich den Blick hinter die Kulissen werfe. Springt auch meistens die ein oder andere Botschaft für dich dabei heraus. Ja, ich versuche es kurz, knapp und bündig zu halten heute und bitte das Universum jetzt um Unterstützung und klare Sicht. Du schaust bitte für dich, ob du mit dieser Legung in Resonanz gehst oder nicht. Versuch dir nicht einen Schuh anzuziehen, der dir nicht passt. Das bringt nichts. Und ich lege jetzt mal los und suche nach einer Überschrift, die mir erzählt, was den lieben Herrn Seelenpartner heute so beschäftigt. Dankeschön. Was ist denn da rausgehüpft? Die Festung, die Burg. Eine Burg ist immer ein Symbol für Sicherheit. Unter dieser Karte steht, es ist Zeit für die Heilung, nicht für den Kampf. Ja, ich weiß, ich wiederhole mich hier auch schon mal hin und wieder, aber wir wissen es ja alle, ne, dass er gerne als Herr Obergeneral um die Ecke gestapft gekommen ist. Dass ihm das selbst nicht gut getan hat, das weiß er genauso, wie du es weißt für ihn. Ja, ich glaube, für ihn ist jetzt wirklich die Zeit gekommen, den Säbel niederzulegen und jo, Frieden zu schließen mit sich, mit der Welt, mit der Vergangenheit, mit dir sowieso. Dann ist noch die Karte rausgehüpft, Nostalgia. Die möchte mitteilen, fokussiere dich bitte aufs Hier und Jetzt. Schließ die Vergangenheit ab. Tu all das, was irgendwo noch schwer ist, in ein Kästchen und begrabe es. Was vorbei ist, ist vorbei. Und wenn diese alten Wunden Heilung erfahren, ja, da gibt es keine Notwendigkeit mehr, gegen Windmühlen zu kämpfen, auch nicht gegen andere Menschen, nur weil die vielleicht gerade nicht so ticken, wie man das gerne selber hätte. Ja, der steckt irgendwo in einem Loslassprozess, um mit leichterem Gepäck wirklich im Hier und Jetzt, wie das so schön heißt, anzukommen. Was sagen die Engel der Liebe? Was ist sein Thema heute? Ich habe den Blick hinter die Kulissen auch für den Mitgliederbereich gemacht und da der Mitgliederbereich deutlich kleiner ist, fällt die Legung da auch immer ein klein wenig anders aus. Das ist manchmal ganz interessant zu sehen. Ja, bleibe optimistisch in Bezug auf dein Liebesleben, denn positives Denken und Vertrauen werden mit dir Glück in der Liebe bringen. Und positives Denken und Vertrauen bringen nicht nur Glück in der Liebe, sondern in jedem Bereich des Lebens, den du dir so vorstellen kannst. Ja, die Karte bringt auf jeden Fall zum Ausdruck, dass er dabei ist, seine Festplatte neu zu, wie nennt sich das, bespielen. ich hätte gerne das Liebestarot und finde es nicht da. Was geht ihm denn so durch die Innereien, wenn er an dich denkt? Danke, Spirit. Ja, der fühlt sich total von dir separiert und er hat das Gefühl, er muss jetzt langsam mal aufbrechen. Es kann gut sein, dass es gerade mal wieder still ist,
Aber er ist auf jeden Fall in einer aufsteigenden Energie. Irgendwas wird sich tun, nämlich, was sagt das Tarot? Welche Richtung wird er einschlagen? Bis Ende der Woche. Grenzen wir es mal ein bisschen ein. Was wird passieren bis Ende der Woche? Eine Karte hätte mir jetzt auch gereicht. Ja, das wird auf jeden Fall alles eine positive Wendung nehmen. Er fühlt sich gerade wirklich ein bisschen, och Herr, allein, traurig. Ja, und immer wieder und immer wieder und immer wieder durch die alten Geschichten wandert er, weil er eben so viel schmerzhafte Erfahrungen gemacht hat. Er trauert aber momentan eher euren guten Momenten hinterher. Der ist halt, wie gesagt, so ein Stück weit nostalgisch. Hat für sich das Gefühl, dass da sehr viel Frieden und Harmonie herrschen kann zwischen euch beiden und dass die Entwicklung innerhalb eurer Partnerschaft eigentlich ganz gesund gewesen ist. Dinge sind ins Fließen gekommen und er hat das Gefühl, dass er eine relativ sichere Ausgangsposition hat. Ja, das hört sich jetzt so blöd an, ne? In Partnerschaften eine relativ sichere Ausgangsposition zu haben. Er fühlt, dass da eine gute Basis ist mit euch beiden und bleibt positiv und optimistisch in Bezug auf euer Liebesleben. Das wird mit den drei Stäben ebenfalls zum Ausdruck gebracht. Er hat das Gefühl, dass hier viel Wachstum möglich ist. Und das Ganze wird am Ende eine erfolgreiche Wendung nehmen. Dann soll das so sein. Ich hätte jetzt gerne die Kipperkarten und gucken wir mal an, was er denn so in seinen Gedanken bewegt. Dich, du liegst an, du bist die Number One. Der denkt viel an dich in der letzten Zeit. Aber Stück weit ist er neidisch, weil der sieht, wie du vorwärts gehst, ohne Wenn und Aber. Das kratzt wieder so ein bisschen sein Selbstwert und er hat da eine ziemlich hohe Erwartung an sich selbst. Das Universum wird da mal wieder eingreifen. Es kann auch gut sein, dass er gerade körperlich nicht so stabil ist, wie er sein könnte, weil er vielleicht, ich weiß es auch nicht, was hat er? Ja, zu große Ansprüche an sich selbst stellt. Und versucht das mit zu viel Kraft alles in die Umsetzung zu bringen, wohingegen du vielleicht mit viel weniger Aufwand leichter zu materiellem Reichtum kommst. Das ist ein Thema, das ist ihm ja sehr wichtig. Sicherheit, materielle Sicherheit. Ja, Kopf ist wieder viel unterwegs. Was sagt denn sein Herz? Das ist heute keine schöne Legung. Also mit den Überschriften sah das ja klasse aus, aber irgendwas ist passiert und das hat sich gestern schon irgendwo angekündigt, wo vom Außen was auf ihn niedergeprasselt ist, was ihm immer wieder völlig zurückwirft.
Die Gedanken sind eher Stopp. Nee. Passt nicht. Hier liegt die beunruhigende Nachricht, die trüben Gedanken, dann der angenehme Brief. Passt alles nicht zu den Überschriften. Welche beunruhigenden Nachrichten? Worum geht's da? Doch, irgendwas ist im Außen auf ihn zugekommen, was ihm wirklich wieder mal so ein bisschen die Strauchelei präsentiert hat. Seine Gedanken sind irgendwie nicht super positiv zurzeit. Trotzdem wird er mit angenehmen Nachrichten auf dich zukommen, weil für diese Probleme, die gerade existieren oder existiert haben in den letzten Tagen, wird er selbst eine Lösung finden. Und das wird dazu führen, dass er eben auch nicht mehr hier, wie nennt es sich, verzweifelt sein muss, weil er irgendwie so ein bisschen neidisch auf dich ist, weil du es hinkriegst und er nicht. Er muss ja immer Wettkampf betreiben, und zumindest war das bisher häufig so. Ja, gucken wir mal, wie soll das hier weitergehen? Ich glaube, der kommt mit dem Gefühl um die Ecke, dass er stolz auf sich ist wegen irgendetwas. Und weiter geht es folgendermaßen. Es geht weiter vorwärts. Und er, was ich eben gesagt habe, muss sich noch so ein Stück weit mit der Vergangenheit beschäftigen, mit der Sorge, dass es dahin wieder zurückgehen könnte, dass er Dinge verliert. Aber nee, Spirit sagt, das wird ganz anders sein. Auch wenn du dich damit nochmal auseinandersetzen musst, wirst du ein Geschenk bekommen und zu hohen Ehren kommen. Und die Gemeinschaft liegt dann auch noch. Und dann wird aufgebrochen in ferne Horizonte. Ein kleiner Flashback, würde ich sagen. Das ist ein kleiner Flashback, der jetzt irgendwie da so ein bisschen zwischenfunkt. Aber am Ende soll ja wirklich das Ganze erfolgreich werden und ins Wachstum gehen. Ohne Dunkelheit kein Licht. Wenn komische Energien auf euch zugeschossen kommen in den nächsten Stunden, Tagen oder ihr seid schon mittendrin, dann wundert euch nicht. Er hat es halt gerade mal wieder nicht so leicht. Und immer wenn der Herr Otto in der Transformation sich befindet, weiß ich von vielen, dass es körperlich sich teilweise nicht so prall und prickelnd anfühlt. Ich gucke jetzt mal kurz, welche Affirmation es hier bringen könnte, was ja unterstützend sein kann. Und dann soll das Orakel beendet werden. Dankeschön, Schutz für Kinder. Passt jetzt aber wunderbar. Kinder sind magische Wesen. Ich lese es vor, die wollte raus. Wegen ihres ungebrochenen Vertrauens in uns und die Welt und ihrer Reinheit bedürfen sie besonderen Schutzes. Ja, das ist klar. Denn untereinander können Kinder unnachgiebig sein, aber auch Erwachsene können bewusst oder unbewusst die Welt der kleinen Helden erschüttern durch Getanes, Gesagtes oder auch durch das, was nicht getan oder gesagt wurde. In diesen Momenten dürfen die zarten Seelen einen Mantel der Geborgenheit tragen. Wir sollten sie beschützen und ihnen zeigen, dass sie nicht allein sind. Kinder sind unsere Zukunft und unsere Zukunft darf magisch sein. Heißt, ne, das innere Kind wird gerade hier irgendwo nochmal angesprochen auf seiner Seite. Und dieses innere Kind, das so viele Verletzungen ertragen musste, gewollt oder ungewollt, ja, es ist jetzt an der Zeit auf Ottos Seite, dass das Ganze geheilt wird. Und das Universum macht das gern auf die Art und Weise, dass man immer wieder die gleichen Dinge präsentiert bekommt
um für sich zu begreifen, inwiefern habe ich mich entwickelt und wo stehe ich noch an derselben Stelle. Kurz und knapp, die Aktivierungsformel hier lautet: Solange mein Herz schlägt, schütze ich dich vor denen, die dir Schaden zufügen können, ob sie es nun wollen oder nicht. Möge jeder Atemzug und jeder deiner Schritte geleitet und bewacht werden von meiner Liebe als Rüstung, so möge es sein. Ich lasse es mal so stehen und wünsche euch einen wunderschönen Donnerstag. Morgen kommt der Ausblick fürs Wochenende und dann mache ich wirklich mal Wochenende. Ich weiß es nicht, diese Woche war viel. Bin ich ja auch dankbar für, aber ab und zu muss auch ich mal einfach nichts tun. Obwohl mir das auch schnell langweilig wird, aber ich merke halt, ich muss mich mal so ein bisschen um meinen Körper kümmern, ein bisschen mehr Sport und so weiter. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Abend oder Tag oder wann immer du dir das Video anschaust. Lass es dir gut gehen und bis bald.